Hallöchen, ihr Lieben. Seid jetzt willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wir spielen heute das Higher Lower Game und das haben schon einige YouTuber gemacht. Wenn ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, kann man im Play Store runterladen. Ist super nice. Ich zeige euch einfach das Prinzip. Ich klicke jetzt einfach mal auf Play Game. Und dann zeigt er einem hier an iPhone 7. Wird so oft gegoogelt im Monat. Und dann halt Danny Darko. Oder Donny Darko. Ich habe keinen Schimmer, was Donnie Darko ist, aber es wird ganz bestimmt nicht so auf die iPhone 7 gegoogelt. Also klicke ich auf Lower und ich kriege jetzt einen Scorepunkt. So, und dann kommt das nächste, das ist Psycho. Das ist jetzt so ein bisschen schwerer. Ich klicke auf Lower, aber ich denke, es wird nicht so oft gegoogelt. Oh, ganz knapp, also ist gar nicht genau gleich viel. Lady Gaga wird öfter gegoogelt. Ja, richtig. Und dann kommt halt die ganze Zeit. Indiana Jones. Indiana Jones wird, würde ich mal sagen, nicht so oft gegoogelt. Ja, gut. Dann DC Comics wird nicht so oft gegoogelt. Oh, exakt gleich viel. Bart Simpson wird weniger gegoogelt. Oh ja, deutlich weniger. Dann Antidepressionstabletten werden öfter gegoogelt. Das brauchen mehr Leute. Okay, doch nicht. Und dann kommen immer so richtig super Emojis oder beziehungsweise ja, ihr wisst schon. Bewegende Bilder im Hintergrund. Ja, ich habe jetzt meinen Score von 6. Mein Highscore liegt bei, oh Werbung, mein Highscore liegt bei 16 und ich probiere einfach mal weiter. Kein Schimmer, was das ist. Wenn V oder ja, V4 Vendetta. Oder ich glaube, der untere Mensch, kenne ich nicht, wird öfter gegoogelt. Nein, instant verkackt, okay. Ist auch ein super Bild mit dem Hund, der vom Sofa fällt. Okay, neue Runde. Oh, fängt bei Earthquake. Ich glaube, der wird öfter gegoogelt. Mann, ey, voll verkackt, ey. Der wird wesentlich weniger gegoogelt. Start New Game. Okay, ja gut. Also, das wird, also, oh, Thailand. Thailand könnte auch oft gegoogelt werden. Ich glaube, es wird weniger gegoogelt. Ja, nur 1,5 Millionen Mal. Cheer. Oder Chair. Char. Wird nicht so oft gegoogelt. Oh, gut. Dann Dating-Websites wird öfter gegoogelt, als ob sich nur 60.000 Leute im Monat daten wollen. Dann machen wir noch eine Runde. Oh, Werbung, Wegwerbung, Piano-Teils-Werbung. Okay. Silence, the Silence of the Lambs. Oder, oh, ich glaube, das untere wird nicht so oft gegoogelt. Gut. Dann, Festivals sind immer beliebt, die werden öfter gegoogelt auf jeden Fall. Was? Noch weniger als das da drüber? Oh, gerade bin ich echt ein bisschen dumm. Okay. Indian Ocean Tsunami oder Missing Persons? Oh. Ich glaube, Missing Persons wird öfter gegoogelt als 8000 Mal. Ja, aber auch nicht viel. Dann, ja, Fußball wird mehr gegoogelt. Eindeutig. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sorareris. Wird auf jeden Fall nicht so oft gegoogelt. Oha, wird viel öfter gegoogelt. Kein Schimmer, was das ist. Aber wird öfter gegoogelt. Okay. So, Werbung wegklicken. Na? Oha, jetzt habt ihr es doch noch gesehen. Ja, ladet euch das auf jeden Fall runter. Into the Wild wird nicht so oft gegoogelt. Was ist denn los hier? Den mag ich auch. Nochmal neu. Franz Beckenbauer. Beckenbauer. Okay, Franz Beckenbauer wird öfter gegoogelt. Mann, was ist das denn für eine unwichtige Nebenperson? Ach, allein wegen den Bildern lohnt sich schon verlieren. Öfter. Come on. Mann! Brot kann schimmeln, was kannst du? Hier nochmal. So, Laser Hair. Oder Israel. Israel wird öfter. Ja. Wird nicht so oft. Ich muss teilweise echt richtig heftig raten. Winnie Pooh. Oh, das ist bitter, dass das öfter gegoogelt wird. wer ist das denn? Ich kenne den Typen nicht mal. Auf jeden Fall ein Deutscher. Schon mal bei uns in der Gegend, aber kenne ich nicht. Ich sag mal, der Typ wird nicht so oft gegoogelt. Okay, wird er offenbar doch. Start a new round. Verdammte Werbung, okay. The Deer Hunter. Ist das nicht sogar ein Spiel? Deer Hunters? Für Android sogar? Okay. Plastirara. Was ist das überhaupt? Ich glaube, der wird ein bisschen weniger gegoogelt. Ja. Okay. Öfter.
Sag es einfach noch weniger und öfter. Okay, Spain wird auf jeden Fall öfter gegoogelt. Was? Als ob Spanien so sehr. Oh Leute, komm bitte, googelt ein bisschen mehr Spanien, damit ich einen Punkt kriege. Also alle, die das Video sehen, sofort jetzt 10.000 Mal Spanien googeln. Inside Out auf Deutsch. Ja, den Film habe ich geguckt, der ist ganz lustig gewesen, aber der wird auf keinen Fall so oft gegoogelt. Wurde vielleicht früher mal ein bisschen mehr, aber jetzt gar nicht mehr. The Matrix. The Matrix. Oh, das ist schwer. Ich glaube, es wird nicht so oft gegoogelt. Okay, ja gut. Ist schon zu alt, um so oft gegoogelt zu werden. Blood Moon oder Blood Moon. Wird nicht so oft gegoogelt. Ja gut, ist jetzt auch nicht so bekannt offenbar. Triple H wird öfter gegoogelt. Okay. Halloween wird noch öfter gegoogelt. Ganz knapp. Oh, was ist das überhaupt? Ich kann kein Englisch. Okay, wir sagen, es wird nicht so oft gegoogelt. Und das stimmt auch. FIFA 16 ist jetzt sehr eindeutig. Vietnam War wird nicht so oft gegoogelt wie FIFA 16, aber immer noch 450.000 Mal. Million. Wird nicht so oft gegoogelt. Oh. Jetzt kommt ein Bild von einer dicken Frau, die tanzt. Okay. Warum nicht? Und immer zwischendurch kommt Werbung. Also Leute, wenn ihr euch diese App runterladet, dann müsst ihr auch mit Werbung klarkommen. Rod Stewart und Diving. Diving wird öfter. Stewart war einfach zu gut. Okay. The Wizard of Oz, das ist ein Film, oder? Coffee Beans wird lower. Interessiert keine Sau. Trotzdem war es noch minimal genug, um mehr zu sein. Okay. Oh. Höher. Ja. Hulk Hogan, der wird höher. Dann Diana Ross wird niedriger. Dann Blackfish wird niedriger. Okay. Rolex wird öfter. Carpenter wird nicht so oft wie Rolex. Okay, bei weitem nicht. Faith Healing wird nicht so oft gemacht. Bei weitem nicht. Hier sagen wir einfach mal höher, weil fast alles höher ist als das. Lower. Nein. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Der wird lower. Lower, lower. Oh. Haiti Earthquake. Der Earthquake wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute sowas interessiert. Ich sag jetzt higher. Verdammter Mist. Okay, 10. 10 ist der Highscore dieses Videos, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das soll es dann auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Ihr könnt diese App einfach im Play Store runterladen. The Higher und Lower Game heißt das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Wertung. Dann schaut auch beim nächsten Mal wieder an. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch dieser klatschende Mann gefällt. Und tschüss.